Hallo allerseits da draußen. Ich freue mich ganz doll, euch mit einem Unboxing-Video zu erfreuen. Heute bin ich mal alleine und reise hier durch den Zeittunnel. Immer bist du alleine. So Der geht das Tunnel mit ist gar leider nicht. gerade stehen geblieben und Durch den Tunnel der Zeit. anscheinend werde ich heute doch wieder von Franz Kopfmenschen. und Timmy Nein, vom heimgesucht. Von Köpfen. den Köpfen von Franz und Timmy. Ja, und da der Tunnel jetzt eh stehen geblieben ist, switche ich mal über zu unserem normalen. Nein, wir werden hier jetzt nicht weiter. Nein, nein, nein. Franz, wir möchten heute ein Video unboxen und da ist der Tunnel Video-Unboxing. nicht ein Deck unboxen. Und da ist der Tunnel nicht so wichtig. Doch. Franz, was haben wir denn heute dabei? Das Dark Oak Wood Tarot. Das Oakwood? Ich glaube eher Ja, nicht. doch. Das Dark Wood Tarot. Was heißt denn Dark Wood? Dunkles Holz. Dunkles Holz oder Dunkler Wald. dunkler Wald? Und darauf bezieht sich dieses Deck, ne? Guck mal, könnt ihr euch vorstellen, wer hier drauf abgebildet ist? Kennt ihr? Der Eremit. Ja, sehr gut, das ist gleich die Tarotkarte, aber ihr kennt euch doch ein bisschen mit Märchen aus, oder? Wer Nein. geht denn in den dunklen Wald? Rotkäppchen. Rotkäppchen, ganz genau. Schneeflöckchen, Das ist schon mal ein erster Hinweis Weißröckchen, darauf, dass es sich beim Darkwood Tarot viel um Märchen dreht. Und ich wünschte, ich hätte jetzt ein paar Mädchen statt Franz und Timmy hier, die das Ganze etwas ernsthafter betrachten würden. Also, das Darkwood Tarot ist von der amerikanischen Tarot-Expertin Sasha Fenton kreiert. Die Allison Larson hat die Bilder dafür gemalt. Sasha Fenton ist in Amerika eine sehr bekannte Tarot-Expertin. Sie nennt sich auch die Tarot-Diva. Und sie steht sehr auf Vampire und auf gruselige Gestalten. Und ein dunkler Wald passt da natürlich total rein, wenn wir uns an die Monster erinnern. Ich würde das jetzt gerne anpacken, aber ich würde mich auch jetzt sehr freuen, wenn du, Franz, ein bisschen weniger albern sein würdest, damit es sich auch lohnt, jetzt dieses Unboxing hier zu machen. Ist das Okay, möglich für ja. dich? Gut, dann bitte ich dich jetzt einfach mal, dein ganzes Gesicht zu zeigen, wenn ich hier schon mit zwei Kopflosen durch die Gegend laufen muss. Hier hast du mein ganzes Gesicht. Ja, und vielleicht noch ein Stückchen mehr. Ich danke dir. Und dann, was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt einfach mal aufmachen? Ich habe das von der Sascha geschenkt bekommen. Es kommt direkt aus Amerika. Sascha wohnt in der Nähe von Los Angeles und L.A. ja. Und ich denke, wir sollten das jetzt mal aufmachen. Ich bin aber gar nicht gut in sowas aufmachen. Wer macht mir das denn mal auf? Danke. Haha. Ich Ich glaube, das ist das letzte darf. Unboxing-Video, das ich mit Franz und Tim mache, weil die beiden haben eigentlich gerade Geburtstag gehabt und sollen angeblich jetzt schon Teenager sein. Sie benehmen sich aber wie Zweijährige. Ja, wir benehmen uns wie Schulkinder halt. Wie Schulkinder halt. Ich bin wirklich schwer begeistert. Lass uns doch mal sehen, was in diesem Unboxing-Video ist. Also, die Verpackung ist ab. Was meinst du denn zu dem Oh. Karton? Wie gefällt dir der Karton? Der ist schön. Also er fühlt sich gut an. Er ist sehr stabil, ne, und glänzt schön. Wie gefällt er dir? Ja, er fühlt sich auch schön an Genau. und ja, sieht auch schön aus. Sieht schön aus, ne? Gefällt Vorne mir. haben wir schon den Eremiten erkannt, aber wir wissen auch, das hat was mit Rotkäppchen zu tun. Wenn man den jetzt aufmacht, wie macht man den denn auf? Oh, auch wieder diese tollen Magnetverschlüsse hat dieses Deck. Sehr gut. Das ist dann Und sehr warte. praktisch zu Wir öffnen. müssen alle weggucken, damit die Zuschauer es als erstes sehen. Okay.
Mama, du hast nicht weggeguckt. Ich will aber nicht weggucken. Doch, du So, musst. hier sieht man dann, wenn es aufgemacht wird, ja, das sieht sehr nach dem Ast der Münzen aus. Beim Ast der Münzen geht es ja raus in die Welt. Da im Hintergrund sehen wir das Tor. Das ist ja noch eine Geschichte bei Märchen. Und wir sehen auch hier auf der anderen Seite eine Wanderin. Ne? Also da wird auf den Narren angespielt, der auszieht in die große Welt, um sein Leben zu erforschen. So, schön gemacht. Und dann, wie üblich, haben wir erstmal ein Buch. Ne? Wie viele Seiten hat denn das Buch? Kannst du das mal nachschauen, Timmy? Okay. Die Karten haben wir inzwischen rausgenommen. Die gucken wir uns auch gleich an. Aber man sieht sehr schön auch Leute, das sind jetzt schon Spielkarten. sogar hier im Inneren des Kartons nochmal das Emblem vom Darkwood Tarot. Sieht wirklich sehr schön Das sind gemacht aus. Gefällt Spielkarten. mir sehr gut. Das sind kein. Ah, du meinst, dass die Qualität wie der Spielkarten ist. Wie viele Seiten hat es? 291. 291 Seiten, also wirklich ein fettes Begleitbuch auf Englisch geschrieben, Muss es logischerweise. Auf übersetzen? Deutsch gibt es dieses Deck noch nicht. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland erscheinen wird. Ich weiß auch gar nicht, muss ich gestehen, wie teuer es ist, weil ich habe es ja geschenkt bekommen. Aber das werde ich nachher in den Shownotes verlinken. Und also, wer die alten Walt Disney-Filme kennt, sowas wie Schneewittchen zum Beispiel, das ist ein Walt Disney-Film, der gemacht wurde, als ich Kind war. Ja, der kann sehr stark erkennen, dass die Ästhetik hier stark diesen alten Walt Disney-Filmen entspricht. Hier sieht zum Beispiel sieht aus wie die Hand der Hexe aus Dornröschen in der alten Walt Disney-Version. Und hier sehen wir auch schon ganz viele Karten, na, dargestellt. Während Franz die auspackt, die Karten, können wir ja schon mal ein bisschen gucken, Timmy und ich. Wie gefallen dir denn so die Bilder? Guck mal, das sieht. Das erinnert mich an, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da gab es irgendwie so eine Geschichte von einer Prinzessin, die 100 Jahre schlief. Aber ich, Das ist Dornröschen. Dornröschen. Ah, guck Genau, mal. das sieht mir auch sehr nach Weil Dornröschen im aus. Hintergrund sind ja auch so Dornbüsche. Also für mich sieht das aus wie Ja. Dornbüsche. Ja. Der Erste, der die Karten gesehen Also es hat. sieht sehr nach der Walt Disney-Interpretation von Dornröschen aus, was ich eben schon genannt habe. Die Sasha Graham, die hat sich spezialisiert auf Shadow Work, auf Schattenarbeit. Das heißt, in ihren Geschichten geht es nicht immer in ihren Bildern, muss ich sagen, geht es nicht immer ganz fröhlich zu. Schaut euch mal das Bild an hier. Da wird quasi eine Frau gerade von einer anderen, ja, es sieht aus, als würde sie auch über einen Friedhof laufen, ne, und dort was Gruseliges erleben. Also es geht hier um Schattenarbeit, die man natürlich immer sehr gut anhand von Märchen machen kann. Aber bevor wir jetzt weiter uns dieses Buch angucken, Franz, was hast du denn zu den Karten zu Ich sagen? weiß nicht, ob ich die euch heute noch in diesem Video zeigen Mach werde. das doch einfach mal. Also, ihr dürft sie noch nicht sehen, wie die normale Karte aussieht. Okay. Du darfst auch nicht sehen. Also, man sieht Spielkartenqualität, sehr leicht zu biegen. Genau, das haben wir ja gelernt, dass diese Karten, Nicht vielleicht gucken. möchte Timmy das echt auch mal angucken, ne? Wenn man die gut biegen kann, ohne sie, dass sie gleich kaputt gehen, dann hat das Spielkartenqualität. Das ist natürlich besonders gut zum Kartenmischen, wenn man oft mit Karten arbeitet, ne? Und wir schmulen jetzt einfach. Ich schmule jetzt einfach mal diese Karte an und sehe, der König der Münzen. Der schwebende Kopf. Gott, ihr beide seid echt irre. Genau, also wir haben hier den König der Münzen hat Franz als erstes gezogen. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit unserer Greenscreen hier die Karten wirklich gut auszuzeichnen. Ich werde, glaube ich, noch mal ein extra Video drehen, um in Ruhe mit euch durch die Karten zu gehen, weil mit den beiden Köpfen hier ist es doch etwas Aber mein Kopf anstrengend. hat doch Körpergröße Lass uns erreicht. doch einfach mal gucken. Ich will eine zufällige Karte Nein, rausnehmen. dann müssen jetzt erstmal die Karten gemischt werden, bevor wir hier zufällig arbeiten. Würdest du mal die Karten mischen, Mein bitte? Kopf hat Okay. Körpergröße von dir erreicht. Wie alle Tarotkarten haben wir natürlich hier auch wieder die 78 Karten, also 22 Karten aus der großen Arkana.
56 aus der kleinen. Und ja, ich finde eigentlich, während hier die Karten gemischt werden, ist wirklich sehr schön, wie dieses, allein schon, wenn man dieses Buch hier öffnet, wie es zwischen hell und dunkel wieder gespielt wird. Also auch da sehen wir dieses Shadowwork durchscheinen. Schaut euch mal hier dieses coole Spinnennetz an, mit dem das Buch eröffnet. Hat schon ein bisschen was Gruseliges und geht in die Schattenarbeit. Wenn ich jetzt hier einfach mal so durchschaue, es gibt viele Legungen hier, die man ausprobieren kann. Jede Karte wird beschrieben mit einer Bedeutung, die man normalerweise kennt, aber auch dann mit einer Shadow-Bedeutung. Also wenn man Schattenarbeit betreiben will, sich tiefer mit etwas auseinandersetzen möchte. Und ja, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, wie dieses Buch aufgemacht ist. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn Franz und Timmy nicht mehr da sind, dass ich mir dann das Deck in Ruhe ansehen kann. Aber um dieses kleine Video jetzt noch fertig zu machen, machen wir das wie üblich, dass jede von uns eine Karte zieht und sich ein paar Gedanken dazu macht, was das bedeuten könnte. Kommst du klar mit dem Mischen, Timmy? Ehrlich gesagt, nicht so. Der schwebende Kopf. Bitte. So, bitte misch die Karten. Ja, ich bin der Beste. Und ich wäre dir wirklich dankbar. Wir hatten schon mal darüber geredet, wenn du versuchst, ein bisschen weniger den Dreijährigen rauszulassen, wenn wir ein Video machen. Das ist meine Mutation. X-Men. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen was erzählt über Sasha Graham. Ich werde später auch noch auf ihre Webpage verweisen, hier in den Shownotes. Und sie hat, glaube ich, keinen eigenen Kanal. Falls doch, verweise ich natürlich auch sehr gerne darauf. Das Deck, wie gesagt, ist in Deutschland jetzt noch nicht auf Deutsch erhältlich, aber ihr könnt es natürlich jederzeit über Amazon bestellen. Auch dazu werde ich einen Link online stellen. Und nun hoffe ich, dass Franz mit dem Mischen fertig ist. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Karten haben. Ich würde die gerne so hinlegen. Gut, also Franz fächert jetzt gerade die Karten aus und Timmy darf als erstes eine Karte ziehen. Mit der linken Hand einfach mal zugreifen und eine Karte ziehen. Okay, der Kopf reicht überdurchschnittlich. Genau, ich ziehe auch mal eine Karte. Und Franz auch. Und der Franz darf auch eine Karte ziehen. Ich ziehe. Das ist ja langweilig. Ich habe schon wieder eine Karte gezogen, die ich ständig ziehe. Ich fange mal an. Oh, ich sehe sogar welche. Ich habe hier die Königin der Kelche gezogen. Die löst sich hier wunderschön auf in dem Hintergrund. Die Königin der Kelche. Schaut mal, also A hat es so ein bisschen die Walt Disney Qualität von den Bildern her, aber die haben auch alle diese spitzen Ohren auf den Karten. Also da haben wir auch so den Einfluss der Elben aus zum Beispiel dem Herrn der Ringe. Die Königin der Kelche, für mich ein Hinweis darauf, dass ich mit diesem Deck schöne Erlebnisse haben werde, die mir helfen werden, noch besser Karten zu deuten. Also eine sehr schöne, klare Bildsprache für meine intuitiven Fähigkeiten. Timmy, was hast du gezogen? Du bist als Zweiter dran. Der Schwerter steht da. Die Fünf der Schwerter. Ich bin jetzt aber jetzt okay, das ist eine bisschen brutale Karte, die der Timmy gezogen hat. Ne, da sehen wir eine Frau im Wald, die von einer anderen geprügelt wird. Die Fünf der Schwerter ist eine Karte immer, die sagt, ich habe Verlustängste, ich habe ein bisschen Angst, in der Niederlage zu sein. Timmy, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Alle? Ja, freust du dich morgen auf die Schule, Timmy? Nein. Ich würde sagen, diese Karte drückt aus, dass Timmy sich morgen gar nicht auf die Schule freut und einfach denkt, oh, was muss ich da jetzt wieder rumsitzen und mich langweilen und nachher sind auch Leute gemein zu mir. Morgen ist Mathe. Oh, morgen ist Mathe, ja, da passen die Fünf der Schwerter ausgezeichnet dazu. Zieh doch nochmal eine Karte, Timmy, wie du dafür sorgen kannst, dass es dir morgen in Mathe gut geht. Okay. Mal sehen. Ich kann sie jetzt schon sagen, ohne dass du eine Karte ziehst. Ah, da haben wir die Herrscherin gezogen. Habt ihr eine Mathelehrerin? Ja. Dann heißt diese Karte, hör genau auf das, was dir die Lehrerin sagt. Kümmer dich gut um die Lehrerin, sei nett zu ihr und dann wird dir nichts passieren. Richte deine Aufmerksamkeit auf sie und nicht
darüber nachdenken, was im nächsten Marvel-Film passiert. Ob mir das wohl gelingt, das... Dann denk lieber an den nächsten X-Men-Film. Ja, aber die Karten zeigen dir ganz deutlich, wie es dir gelingen kann. Außerdem ist die Herrscherin auch immer deine Mutter. Ne? Denk an deine Mutter und was sie möchte von dir in der Schule. Und dann wird es dir gelingen, gut in Mathe zu sein. Warte. Ich habe keine Karte gezogen. Okay, ja super. Zeigst du uns mal, welche Karte du gezogen hast, bitte. Ich habe gar keine gezogen. Und dann können wir jetzt ja das Video beenden. Hier. Ui, darf ich die auch mal kurz vorher sehen? Wir haben hier den Ritter der Münzen. Ja, Franz hatte eben schon den König der Münzen gezogen, jetzt auch noch den Ritter der Münzen. Franz ist ja ein Jungfraukind, das heißt, er legt Wert auf Materielles. Das sieht man jeden Geburtstag, wenn er viele Geschenke bekommt. Ne, das muss man sagen, da ist er nicht schlecht im Geschenke sammeln. Und der Ritter der Münzen sagt einfach, dass Franz anders als Timmy morgen nicht so auf die Schule, sich nicht so, keine Angst oder nicht traurig ist, in die Schule zu gehen, weil er gerade ganz gut dabei ist, gut zu lernen und Erfolge zu feiern. Ja, und bevor der Franz, vielleicht auch der Timmy, sich langsam ausziehen hier, was absolut nicht okay ist für ein Video, das auch jugendfrei ist, werde ich diese Session für heute abbrechen und ich verspreche euch, ich mache nochmal in Ruhe ein Video. Wenn die beiden in der Schule sind, dann habe ich meine Ruhe. Und auf jeden Fall haben wir aber jetzt schon mal ein kleines Unboxing-Video gemacht. Ja, vielleicht, Franz, erzählst du noch, worauf alle, die sich dieses Video angucken, achten sollen, wenn es um unseren Kanal geht. Abonnieren, liken, die Glocke aktivieren, wenn euch das Video nicht so gefallen hat oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, lasst einen Kommentar da. Und dann... Tschüss. Macht's gut, habt eine schöne Zeit da draußen. Ich melde mich sicher mal wieder mit Franz und Timmy, aber ich glaube, im Augenblick brauche ich eine Pause von den beiden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.